Es gibt einen Bogen in Battlefield 4, es gibt endlich Spielszenen aus Tales from the Borderlands und es gibt wieder massiven Ärger mit Servern, diesmal in Warlords of Draenor. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Es könnte demnächst einen Bogen als Waffe in Battlefield 4 geben und das, wo doch viele genervte Spieler eh schon behaupten, dass EA mit Battlefield 4 eindeutig den Bogen überspannt hat. Die neuesten Hinweise stammen jetzt aus einem Video des YouTubers Jack Frags. Der hat nämlich im Final Stand DLC einen ganz besonderen Auftrag gefunden, namens Phantom Operative. Und die Medaille dazu ist ein Totenkopf, um die so ein Tech-Bogen rumgespannt ist. Wenn man dann noch ein bisschen in den Programmcode rumwühlt, findet man weitere Hinweise. Nämlich zum einen, dass das Ding viele Aufsätze haben soll, also einen Stabilisierer, eine Zielaufschaltung und Explosivpfeile. Und außerdem diesmal eine Primärwaffe ist. Das Ganze erinnert natürlich so ein bisschen an die Armbrust aus dem Battlefield 3 DLC Aftermath. Diesmal ist aber dieser Bogen eine Primärwaffe. So ein Spider-Bogen, so heißt das Ding, gibt es übrigens auch in echt. Ob das auch in Battlefield 4 echt ist, erfahren wir dann aber erst, wenn Final Stand erscheint. Und das wird irgendwann noch im vierten Quartal 2014 sein. Nach der ganzen Teaserei kommt Telltale endlich so langsam mit Tales from the Borderlands in die Puschen. Da gab es nämlich jetzt einen langen Trailer mit jeder Menge Spielszenen und den beiden Protagonisten zu sehen. Zum einen Reese, einen Aushilfs-Weltraumhausmeister und Fiona, eine Trickbetrügerin. Die beiden müssen sich auf Pandora durchschlagen und dann vielleicht in die Fußstapfen von Handsome Jack zu treten. Außerdem gibt es Informationen über den Umfang zum ganzen Spiel. Es wird insgesamt 5 Episoden à 5 Euro geben. Wer gleich die ganze Staffel kauft, bekommt die für 20 Euro. Die erste Folge hat auch schon einen Namen, heißt Zero Sum, benannt nach dem Helden aus Borderlands 2. Wann die erscheint, ist aber momentan noch nicht bekannt. Really? Es ist die Woche der kaputten Spielestarts und deswegen musste nach Halo und Assassin's Creed Unity natürlich auch der Online-Launch von World of Warcraft Warlords of Draenor in die Hose gehen. Da beklagen sich viele Spieler über endlose Server-Warteschlangen, instabile Server, Lags, Abstürze und Probleme mit den Garnisonen und dem Phasing. Das hat auch Blizzard erkannt, erklärt aber, dass das nicht alleine an der hohen Spieleranzahl liegt, sondern zusätzlich an einer sogenannten DDoS-Attacke. Wenn ich weiß, was das ist, da hat sich ein böser Mensch hingesetzt und mit einem zusätzlichen Programm Massenanfragen an Server gestellt und in der Regel machen die bei sowas die Grätsche. Blizzard arbeitet zwar an der ganzen Problematik, es wird aber noch eine Weile dauern, bis sich das wieder ausgeräumt hat und momentan sind die Server immer noch so halb kaputt. But you are so zum Wochenende noch ein Tipp. Es gibt auf GOG.com gerade einen großen Herbstausverkauf. Da sind nicht nur jede Menge Spiele deutlich im Preis reduziert, sondern es gibt auch ein paar Sachen geschenkt. Zum Beispiel Mount & Blade. Das kann man sich einfach kostenlos runterladen. Und auch The Witcher 2 gibt es geschenkt. Dafür muss man aber ein bisschen mehr machen. Nämlich sich bis zum 25. November insgesamt an 7 unterschiedlichen Tagen auf GOG.com einloggen. Für jedes Einloggen bekommt man einen sogenannten GOG-Stempel. Wenn man 7 davon hat, bekommt man Witcher 2 einfach so geschenkt. Das war's mit den News für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und vielleicht mit den GOG-Geschenken weiterspielen.